Hallo, ich habe wieder einen neuen Rasenmäherroboter ohne Begrenzungsdraht getestet. Hier seht ihr ihn, das ist der Lupa 2. Hier fährt er gerade zu einer neuen Mähzone im oberen Bereich, weil nur im oberen Bereich gerade gemäht werden soll. Und dann fährt er automatisch dahin und beginnt mit dem Mähen. Der Roboter ist wirklich sehr interessant. Der konnte Sachen bei mir im Garten mähen, die bisher noch kein Rasenmäherroboter mähen konnte. Er hat interessante Features, braucht kein Begrenzungsdraht, hat aber auch eine Schnittbreite von 40 cm. Das ist sehr ungewöhnlich für Rasenmäherroboter. Er hat Allradantrieb, kann also Steigungen bis zu 80% bewältigen. Der Roboter ist also nicht nur für englische Gärten geeignet, sondern er kann also richtig große Gärten auch mit Hügeln bewältigen. In Kürze erscheint ein ausführliches Tutorial und ein Praxistest in meinem Kanal als auch in meinem Blog.